Ja, wir kommen zurück zu Descent 2. Level 6 sind wir fertig. The Well, also die, der Brunnen ist zerstört. Immer noch ziemlich wässrig geht's zu. Jetzt kommen wir in Level 7. Das müsste immer noch ein Wasserlevel sein. Diesmal auch mit geretteten Geiseln. Ja, Hostage-Bonus 4.500. Das hat sich doch gelohnt. Wir schauen, wie es weitergeht. Vielleicht neue Gegner. Oh. Das sind die Mercury. Feuernden Roboter. Ziemlich übel, halt noch eine ganze Menge aus, aber finde ich super, weil es jetzt Mercury Missiles ohne Ende gibt. Seeker. Ortswechselnder Angriffsroboter, 200 Meter groß. Mercury Raketenwerfer, da ist es. Bedrohung hoch, das stimmt. Denn wenn die reinhauen, hat auch so einen ganz klaren Sound, der richtig gut klingt. Aber wenn die einschlagen, ist halt Feierabend. Schießen wir zwei Stück auf Hotshot. Oder Hotshot, genau auf der Schwierigkeitsstufe. Dieser Roboter kann mehrere Mercury-Raketen auf einmal abfeuern. Seien Sie also bereit zur Flucht, wenn er auf Sie feuert. Ein toter Held nützt niemanden. Niemandem wäre richtig. Und vor wenn kommen, komm mal. Egal. Prepare for descent. Wir speichern. Die Musik kommt mir so bekannt vor. Ich würde sagen, wir versuchen mal was. Jukebox. Ja? Oh, die Musik ist ein bisschen lauter, ne? So vielleicht? Machen wir so. Dann können wir auch gleich sagen, Continuous, machen wir random. Jetzt spielt er die komplette CD random ab. Ist das eine gute Idee? Ne, machen wir so nicht, ne? Sound Music. Jukebox ist zwar ganz schön, aber nur ein Track pro Level. So, spielt er Haunted. Das weiß ich noch, das habe ich früher sogar als auf dem, na, im MP3-Player. Wer kennt die Dinger noch? Diese dicken Klopper damals, ne? Wo man die CDs reingelegt hat. Habe ich ganz gerne gehört. Auch beim irgendwie Sonnen oder sowas. Das Bild habe ich noch vor Augen. Draußen irgendwo auf der Wiese geflackt. Mit, ja, weil ich halt das immer so gehasst habe, ne? Das Kellerkind. Dieses sich dumm in die Sonne legen. Und damit es sich wenigstens lohnt, schön mit, ja, schön mit guter Musik, guter Gaming-Mucke. Das fand ich immer richtig gut. Habe ich ja früher, noch früher mit MCs gemacht, beim Walkman, mit, wie ist das? Airwolf. Genau. Kennt das noch jemand? Oh, da ist gerade was vorbeigeheizt. Da ist er. Der Dicke. Der hält auch einiges aus, der Drecksack. So, jetzt mal Ruhe hier. Flash, genau. So, haben wir es bald mal. Na? Alles klar. Schön rockige Mucke. Ich weiß nicht, ob es nicht zu leise ist, aber besser so, als wenn sie mir wieder die Ohren voll dröhnt. Und es sollte ja ohnehin nur Hintergrundbeschallung sein. Ja, die habe ich. Hallo? Oh, oh. Oh, das ist natürlich unangenehm. Dann nutzen wir das direkt mal. Hat noch nicht mal was hergegeben. Das ist natürlich frech. Ja. Da ist noch einer, ne? Ich würde sagen, ah, hier ist nur ein Stückchen. So leichte Brocken, die noch die Gegend fliegen von ihm. Und das ist. Ah, ja. Der Anfang. Hätte man dann tatsächlich hier von Anfang an langfliegen können? Ich weiß es nicht. Ich bräuchte aber langsam mal so ein bisschen die Energiegeschichte. Aber noch ist nichts davon freigeschaltet oder hab noch keinen entdeckt, macht aber nichts. Ja, und das scheint ein so ein reiner Weg zur roten Dings zu sein. Was hier? Auch natürlich. Hier kommen wahrscheinlich dann auch die Mercury-Roboter her. Wie sind die Seeker? Seeker. Pikachu.
Ja, hängt als immer so ein bisschen im Wasser fest. Aber, okay. Wie geht's da nicht? Ah ja. Na. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu vorsichtig. Ah. Ist doch bestimmt wieder so ein. Schild-Trage-Roboter. Nein. Heute mal Guided Missiles. Hm, sind natürlich auch gut gegen die. Ist gegen alles gut. Ist da irgendwo was Feines? Ja, oder? Das sieht so aus, als ob da irgendwas ist. Oh, das ist eins. Guided Missile, deswegen gibt es die wahrscheinlich auch hier. Verdammtes Miststück. Die sind bestimmt da oben gespawnt, oder? Ne, die sind ja hier geschlüpft. Ich glaube, Spinnen. Ah, okay, da ist Ruhe. Da sind sie tatsächlich von hier. Kommen die von hier? Ja, da oben sieht man es, dieser komische zweite Bildungsweg da oben. Wollen wir den beschreiten? Ich weiß nicht. Perfekt. Trotzdem ein bisschen vorsichtig vorgehen, denn besser ist das. Oh, ich hoffe mal nicht, dass die Musik irgendwie wieder mit so einer Lizenzgeschichte an hier ankommt. Das ist aber von Band X und Y. Mein Gott. Packt es nicht in Spiele, geht nach Hause, trommelt für Afrika, was weiß ich nicht. So, was ist das? Force Field deactivated. Ja, können wir mal machen. Schnappen wir uns das hier. Was ist das? Achso, da komme ich ja her. Ja, ich habe den, glaube ich, nicht bekommen, ne? Den Schalter. Ne, der ist immer noch da. Ich möchte jetzt keine Guided Missile verschwenden, ehrlich gesagt. Dann eben Vulcan. Na? Ach, Leute. Muss ich jetzt echt eine geile Missile da durchjagen? Hä? Hallo? Okay. Klappt das überhaupt? Ich versuch's einfach mal. Frontal. Zack. Toll. Was ist denn jetzt los? Geht gar nicht, ne? Scheißdreck. Bringt mir irgendwas, was explodiert, wie Gauss-Munition. Wieso treffe ich das Teil nicht? Das gibt's doch nicht. Ich versuche das, bis das klappt. Obwohl, ich kann es ja mal speichern. Verdammt! Flieg da durch, du Arsch! Ah, oh. Steuerung ist natürlich da ein bisschen happig. Sag mal. Hm. Ah, vielleicht ein bisschen weiter von links. Vielleicht gibt es auch den Trick. Ah. Ah. Gleich speichern den Schrott. Oh, eine Bombenstimmung ist jetzt angesagt. Vulcan haben wir. Wir machen mal die Gauss. Das klingt halt einfach richtig gut, ne? So richtig schön gepfeffert klingt das schon. Wie so eine Flak. Na gut. Na, kommt ran. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Oh. So, das ist ein Spawner. Vielleicht doch wieder zurück auf Energiewaffen. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Oh oh. Und wenn man die erstmal am Wickel hat, einfach drauf, bis das Ding zerplatzt. Denn mit denen im Nahkampf ist ganz schlecht. Wenn die mit ihren komischen Raketen ankommen, ist erstmal Feierabend. Wieso höre ich Raketen anfliegen? Ah, weil der mit den Raketen schießt.
Von da unten irgendwo, ne? Egal, Geronimo. Ach Gottchen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Dann müssen da Smart Missiles rein. So treffen die nicht. Seid ihr wahnsinnig? Mein Gott, dann eben händisch. Das war ein bisschen verschwendet. Doch, ziemlich laut. Muss ich sagen, warum? Was hat schon wieder so laut? Ach, wegen dieses, ja, etwas unangenehmen Wasserfalles. Und alles Mordmissal bekommen, finde ich gut. Könnt ihr mal einsetzen, die Mercury, aber ich habe zu wenig, dann lieber nicht. Na? Verdammt. Oh, weg die Scheiße. Ich glaube, einer von denen ist geflohen, ne? Von den Minigun-Raketenäffchen. Ja, also. Wenn er das war. Oh Mann, 75. Langsam wird's kritisch, aber ich hab diese kleinen Viecher gehört. Ist aber alles verwinkelt hier heute. Ah, jetzt sind wir im Inneren. Okay, jetzt gibt's ein paar gute Raketen. Na? Okay. Jetzt haben wir zumindest mal den roten Schlüssel. Hauch von Schild haben wir auch noch. Da links ist nicht mehr viel, aber natürlich spawnen sie jetzt mal eine Runde. Warum auch nicht? Flash. So, einfach mal ruhig sein und sterben, wenn es recht ist. Doch, damit kann man arbeiten. Wir speichern das. Das ist ganz nett, so muss ich nicht ins Menü. Habe ich selber, glaube ich, nie wirklich genutzt. Nur mal gesehen, aber nie wirklich probiert, ob das toll ist. So, da unten rechts haben wir auf jeden Fall noch einen kleinen Frechdachs, meine ich. Und da sind noch die lustigen Pünktchen, wahrscheinlich. Perfekt. Jetzt hier auch zu den, genau, zu den Geiseln, die wir befreien müssen. Haben wir alle? Ja, Karte sagt ja. Ich sehe keine weiteren Punkte auf der Karte. So, hier sind wir, glaube ich, durch. Nach dem Wasserfall nochmal rechts, nach dem rechten schauen. Oh, oh. Was ist da hinten? Ein Räumchen und danach geht's irgendwo hin, wo wir angeblich schon waren. Mercury Missile und dahinter. Sieht aus wie Unverwundbarkeit, das gibt's mich auch. Na, da kommt sie geflogen. Och. Genau, das am besten nicht einsammeln. Das ist Unverwundbarkeit. Schön. Hätten wir es auch einfacher haben können. Und wer schießt? Und warum? Achso. Ja. Oh, verdammt. Wer will denn hier schon wieder Ärger machen? Nu? Ja, hier unten war ich aber schon. Ich muss hier hoch.
einfach Vollgas. Einfach drauf, trifft immer den richtigen. Oh, verdammt. Ihr könnt immer aufhören zu spawnen. Die hört nicht auf, ne? Oh, da höre ich auch nicht auf. Ich habe noch ein bisschen Energie. Was habe ich denn? Den roten Schlüssel. Muss ich ganz zurück zum Anfang, okay. Ja. Was ist eure Ausrede? Alles klar, das hätten wir. Heißt mal wieder hier, ne? Mit diesem zweigeteilten Weg. Richtig. Dann ein paar Homing-Missiles. Jetzt dürften nämlich auch hier wieder welche gespawnt sein. Nehme ich mal ganz stark an. Ja, da vorne sieht man sie noch. Dann die Gauss-Gun. Oder Gauss-Cannon viel eher. Ob man es erkennt, weiß ich nicht. So vielleicht besser. Ja, ich kann natürlich auch hinfliegen und die so alle machen, aber irgendwie ist mir gerade nach Gauss-Action. Links muss noch einer gehauen sein, den schnappen wir uns gleich. So. Davon hätte ich gern 20 Stück, weil die finde ich echt nicht schlecht. Oh, Energie ist alle. Wo war das? Wieder zurück. War das hier? Und zwar hier da hochgeflogen, da gibt es nämlich auch noch irgendwas. Also hier runter und dann wieder hoch. Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen. Achso, das war ja dieser quasi zweite Bildungsweg hier, ne? So, perfekt. Schlüssel haben wir immer noch nicht. Macht aber nichts. Wir haben jetzt erstmal den Roten. Halt. Wieso nicht? Ach Gottchen. Na, da nervt schon wieder einer. Haben wir Homing Missile geklärt? Das kriegt man auch selten, ne? Den roten Schlüssel zuerst. Normalerweise ist der doch immer der letzte. Okay. Nicht so gut. Bitte kleinen nervigen Viecher. Ja, einer ist okay. Ja. So. Gibt es hier wieder irgendwelche versteckten Schalter, die ich beschießen kann? Wahrscheinlich nicht. Passt da vielleicht? Nein. Vielleicht da oben? Können wir mit dem der Guided Missile mal langfliegen? Okay, das ist natürlich nicht so gut. Der eine hat es schon mal verrissen. Ach, da ist der Reaktor, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich speichere das mal nicht, dass ich... Ja, Moment, da habe ich aber... Die gelbe habe ich nicht gefunden und die blaue Schlüsselkarte habe ich nicht gefunden. Und bin direkt jetzt beim Reaktor, ist das richtig? Warum? Das kann doch nicht alles optional sein. Puh. Okay. Tatsache, das war es. Aber warum? Da können wir auf jeden Fall hin. Da werde ich auch lang fliegen. Geht's da hoch? Ne, geht's nicht. Ich hoffe mal, dass das dann aufgeht, wenn ich den platt mache. Aber irgendwie... Moment mal, wo ist denn der? Wo sind die Schlüssel? Das kann doch nicht sein. Ach, da oben war ich ja noch gar nicht. Aha.
Heißt, man könnte das jetzt schon beenden. Da unten gibt es ja noch Energie. Machen wir aber gleich. Das möchte ich jetzt erstmal hier oben nach dem Rechten sehen. Lass mal zur Abwechslung. Oh, verdammt. Das ist natürlich schlecht. Weg. 32 Schildchen, vielleicht gebe ich tatsächlich mal den Löffel ab. Na. Vielleicht muss man das wirklich machen, weil man sonst nicht rauskommt. Weil dann ist das Ding gesprengt und dann läuft man, naja, sich die Füße wund, weil die Wand vielleicht verschwunden ist, aber das Kraftfeld steht noch. Und das wäre dann, glaube ich, nicht so gut, ne? Minenleger braucht keiner. Aha, gleich drei von diesen Kröten sind geschlüpft. Verdammt. Oh oh. 7 Schild. Tja. Vielleicht. Vielleicht ist ja gleich Feierabend. Naja, wir haben 14 Leben. Da darf man. Verdammt. Da darf man schon mal den Löffel abgeben. Oh oh. Den Schildchen. Junge, Junge. Leck mich. Ich habe aufgehört zu schießen, ich Schwachkopf. Ah. Das hätte ich hinbekommen. Ich habe extra gerade Energie eingesammelt gehabt. Okay, das war richtig dümmlich. Ich hatte gerade eben die Energie, wollte das transferieren, aber aufgehört Vollgas zu geben. Dann kommen natürlich noch ein paar Raketen aus dem Vieh rausgequollen. Naja, es hätte nicht sollen sein. Sowas wurmt mich mal, wenn ich an Dummheit sterbe. So, hier gibt's nichts. Vielleicht ganz unten. Wirklich nicht? Nein. Scheinbar nicht. Okay. War das hier rechts rein, ne? Ja, man sieht schon, der Laser ist nicht so ganz auf der Höhe. Ne, ich bin hier hochgeflogen, oder? Ja. Ich glaube schon. Einer ist weg. Aber wieder noch wieder mein Kleinvieh. Und irgendwas anderes wieder hinten auch noch nerven. Ach, dieses Geräusch. Einfach alles. Verdammt. Alles einsacken. Das ist natürlich auch frech, ne? Quasi einen Meter davor. Na gut, das war nicht das Problem. Wir hatten ja Energie, aber. Naja. Wie man es dreht und wendet. Darunter könnte man. Da führt es wohl wieder zum Rest der Geschichte. Allerdings würde ich gerne noch ein paar Schlüssel einsacken. Das gibt's doch nicht. Wieso? Ah ja. Ja, von diesen komischen Minenlegern. Die gibt es später auch in extrem schnell. Ja,
Jetzt versuchen sie uns wirklich reinzudrücken. Kaum durch den Löffel abschwimmen, finden wir zweimal Unverwundbarkeit. Ja, Moment. Wo ist es? One selects markers to view. Wie kann ich die denn setzen? Flight controls move, accelerate, bla bla bla. Advance changes view. STRG? Ne, Alt 1 vielleicht? Set Marker, wo ist das? Eject. Wo geht das? Drop Marker. F4. Okay. Ich drücke F4. Marker. Sagt. Invul. Kann ich doch auch nicht auf der Karte, oder? Schauen wir die Karte mal an. Ah. Und da blinkt Nummer 1. Die kann ich auch durchschalten. 1. Invul. Sehr gut. Aber ich habe immer noch keinen Schlüssel, aber es geht ja noch ein bisschen weiter. Ja, der ist nicht entkommen. Interessant. Und tschüss. Ach, das ist alles? Door opens. Achtung. Ah. Doch nicht alles, ha? Huh? Und... Ja, Plasma kann man mal machen. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hinten an die Mega Missile? Die hätte ich nämlich auch gern, muss ich sagen. Ah, von unten vielleicht. Aber mehr kann man auf der Karte leider nicht erkennen, oder? Führt auf jeden Fall wieder zurück, vielleicht in den blauen Raum. Da unten. Wobei unten oben ist ja... Huch, ist ja relativ. Muss ja nur einmal kurz... das Gefährt neigen. Und schon ist unten wieder oben. Was war das? Ja, dann gibt es noch ein kleines Räumchen. Schauen wir uns auch noch mal kurz an. Oh, das ist wieder ein Nervsack. Kann es sein, dass mir so ein paar Raketen fehlen? Und zwar richtig massiv. Ich hätte doch die fast alle auf Maximum. Und jetzt habe ich das nicht mehr. Die ganzen Flash-Missiles, die hatten wir auf Max. Imum. Ja, das ist natürlich schlecht. Also Notiz an mich selbst. Krepieren, schlechte Idee. Ich habe zwar so ein Ammo-Rack bekommen, oder so ein Ammo-Pack viel eher. Aber trotzdem, offensichtlich. Ja, vielleicht ist ja. Vielleicht geht das verloren oder sowas. Wäre eine Möglichkeit, ne? Ja, da gibt es die ganze Gauss-Munition, finde ich gut. So. Aber das ist natürlich nicht so gut, ne? Jetzt habe ich so schön alles gesammelt und gebe den Löffel ab und dann war es das erstmal mit der Munition. Aber gut. So, hier haben wir alles. Haben den blauen Schlüssel zur Abwechslung. Und das ist ganz gut. Denn da wollten wir ohnehin hin. Denn die Idee steht ja noch im Raum, dass wir dann von dahin kommen. Okay, alles kommt jetzt zurück. Hier sind wir ganz und gar fertig. Das heißt, wir müssen wieder in den großen Raum. Vielleicht ist jetzt wieder was gespawnt. Wo war nochmal der... Achso, unterhalb.
Und hier haben wir soweit auch alles gemacht. Aber dieser Raum hier... Naja. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob sie wieder geschlüpft sind da hinten. Aber noch... Noch nicht. Naja, gut. Müssen wir da runter. Wir müssen... Genau. Das ist sehr gut. Trifft sich gut. Jetzt haben wir nämlich... Hier... Direkt auch die Aufladegeschichte. So, jetzt, wie kommen wir da hin? Diese Mega Missile, die finde ich jetzt ziemlich angenehm. Oh Gottchen, was ist das denn für ein merkwürdiger Raum? Alles rein, was wir haben. Völlig egal. Trifft immer den richtigen. Wir haben trotzdem nochmal Spaß halber auf. Ich lasse auch das Licht mal brennen. Na? Gibt's auch nicht. Dann gehen wir erstmal hier längs. Ne, gehen wir nicht. Das kann der auch nicht hin, okay. So, beide geplatzt. Volles Schild. Alles klärchen. Jetzt verliere ich ganz ein bisschen die Orientierung. Das passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Vor allem halt, wenn man sich so ein bisschen in alle Richtungen drehen kann. Ja, Smart Missile in Mainz haben wir auch nicht mehr die volle Anzahl, so wie es aussieht. Okay. Aber das Gute ist, jetzt können wir zumindest wieder was finden, auch einsacken, wie zum Beispiel diese Homing Missiles. Naja, positiv sehen. Und speichern. So. Wo ist jetzt der Weg? Hierzu ist nach oben. Irgendwie müssen wir hier nämlich jetzt in diesen Bereich kommen. Irgendwo hier muss es nach oben gehen, schätze ich mal. So, wo ist die Helix? Die kann ich ein bisschen mehr aufdecken. Licht ins Dunkel bringen, wie auch immer. Schild ist auf dem Max. Imum. Na, finden wir das Rätsels Lösung? Achso, ist mit einem abgetrennten Bereich. Die Waffe an sich brauchen wir natürlich nicht. Aber scheinbar ist das nicht der richtige Weg. Wo ist bitte mein Geheimweg zum Mega Missile? Huch! Was machen wir jetzt? Nee, wir spawnen woanders. Aber hier irgendwo muss es doch hochgehen, oder? Na gut, muss nicht, aber. Gehört zu Dank verpflichtet, wenn es so wäre. Ja, sieht schlecht aus. Aber scheinbar nicht. Hier vielleicht? Oh. Ah, ja. Da oben ist das. Sehr schön. Ja, überall die Wände abgefeuert. Nur nicht da, wo es sein muss. Oh, verdammt. Oh, beidem getroffen, oder? So, den flashen wir mal so ein bisschen. Hat mich nicht so geflasht. So, tschüss. Ja. Perfekt.
Damit haben wir die Mega Messer. Habe ich alle noch? Jawohl. Und hier geht's wieder raus. Ja, jetzt haben wir fast alle, aber immer noch den gelben Schlüssel immer noch nicht. Das ist vielleicht ein Quatsch. Aber deswegen meinte ich, die können auch tatsächlich, die werden wohl auch ein bisschen länger werden, die einzelnen Folgen, weil alles ein bisschen verworren ist. Und die Frage, warum man manchmal hakt, wenn er in das Menü hier reingeht. Den ganzen gelben Bereich haben wir noch nicht. Was ist das denn? Ganz, ganz, ganz doll im Süden gibt es noch was Feines. Im Süden, ja. Wo bin ich denn? Also langsam weiß ich auch nicht mehr, wo es lang geht. Muss ich hier runter? Ja, eigentlich schon, weil da unten scheint noch was zu sein. Vielleicht habe ich da wirklich einfach nur den Raum übersehen. Da komme ich auf jeden Fall nicht hin. Aber ich kann einfach drum rumfliegen. Verrückt. Okay. Das ist dann mit dem Spawner. Da oben gab es noch was. Und da unten scheinbar auch. Ja, das habe ich geholt, ne? Da war ich. Achso, da links und rechts. Ah, okay. Interessant. So, das habe ich jetzt auch geholt, aber immer noch keinen Schlüssel. Wo? Oh Gott. Sind die Mistviecher wieder gespawnt? Ich habe den gelben Schlüssel nicht. Brauche ich den? Unbedingt? Ich weiß es nicht. Ach Gottchen, weg mit dir. Tschüss. Lass mich mal durch. Okay, der wäre weg. Bleibt auch immer noch die Frage, wo bitte geht's hier weiter? Beziehungsweise wo ist der gelbe Schlüssel? Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Yellow Access denied. Aber die müsste man normalerweise sehen, also einen gelben Punkt. Ich sehe ihn aber nicht. Der ganze Bereich da unten, der wird sonst nicht aufgedeckt. Tja. Keine Ahnung, wie wir da rankommen. Aber ich habe doch nichts übersehen. Ja, Inval da hinten bringt mir jetzt nur relativ gar nichts, würde ich mal sagen. Komisch. Ich versuche mal, das Ganze so hinzubekommen. Haben schon 40 Minuten. Oh oh. Einfach mal Vollgas rein in die Menge. War ja ganz nett hier, das Kleinvieh. Aber das muss halt weg. Gut. Dann versuchen wir es mal. Machen wir uns vorher ein bisschen unsichtbar. Wie war das noch? Genau, hier oben. Aber das hier, da kommen wir nicht hin. Wie zur Hölle geht das? Ich kann wirklich nur hoffen, dass die Wand gleich wegbröckelt. Aber gespeichert habe ich es ja. Jetzt schauen wir einfach mal. Ah! Ich verstehe. Das war nicht so gut. Oh Mann. War das vorher auch schon so offen? Das ist wohl die Oberseite. Ja, sehr schön. Hat also doch funktioniert. Interessant. Naja, bisschen länger gedauert, aber wir sind durch.
Ja, das wundert mich wirklich, dass da der blaue Schlüssel nirgends war. Wieder ein feines Leben. Korallenbank Quarry. Ja, und das nächste Mal gibt es dann den Endgegner-Level, ne? Der 8. Und dann ist auch diese Wasserwelt hier durch. Naja, wir werden sehen. Sehen wir beim nächsten Mal. Ciao, ciao.